Hallo, grüß euch. Kurze Reaktion zu dem Video hier. Ich habe nicht viel Zeit, aber der gute Herr ist in Zypern. Ja, ging doch etwas schneller und ich bin sehr überrascht. Und hier geht es um Einkommen und Filter und so weiter und Informationen. Wir schauen mal ganz kurz rein. Jetzt kommt hier nämlich Straßenreinigung. Jetzt muss ich gegen die Sonne laufen, jetzt sehe ich nicht mehr viel. So, aber ich hoffe, ihr seht mich noch gut. Also. Also ich habe es schon ein bisschen angeschaut, muss ich ehrlich sagen, aber jetzt habe ich mich, weil es doch sehr gut ist, ja, habe mich entschlossen, das zu aufzunehmen, kurz zu reagieren für den letzten paar Minuten und zu teilen mit euch, ja. Einkommensverteilung. Ich habe vorhin erzählt, wir haben 12.000 Euro verdient und es ist ja so schlecht. So, in Deutschland. Also in dem Video geht es darum, dass Leute aus der Community gemeint hätten, er hätte 12.000 Euro netto verdient und es wäre so schlecht. Das ist halt auch dem geschuldet, dieser ganzen Gehirnwäscherei mit diesen ganzen Werbungen, wo man halt das Mobiltelefon in die Kamera hält und ich habe hier innerhalb von 6 Wochen 1 Million Euro gemacht mit einem 100 € Einsatz und so weiter und der ganze Bullshit. Meiner Meinung nach ist das der Grund, diesem ganzen Aktienhype. Ja, also wollt Leute komplett die Realität verlieren und meistens dann auf die Schnauze fallen. Aber mein Gott, das ist mir selber auch passiert, besonders als ich jünger war. Von daher ist es einfach menschlich und es ist einfach Teil des Spiels und unseres Systems, das wir auch nicht vermeiden können. Aber solche Videos sind dann immer wieder gut, wenn man die einfach aus dann raushaut. Ja, die helfen wahrscheinlich auch besonders jüngeren Leuten. Von daher teile ich das jetzt dann auch. Ja, schauen wir mal rein. Gibt es nicht nur eine Blase, was man denkt, wie die Welt sich entwickelt, sondern auch, was das Einkommen der Menschen betrifft. Wenn es Umfragen gibt, wie viel verdienen die Menschen eigentlich so, dann glaubt der, oder wie, nein, wie viel verdienen die Reichen? Also wie viel musst du verdienen, damit du zu den Reichen gehörst? Wie viel musst du verdienen, dass du zu den Top 10 in Deutschland gehörst? Zum Beispiel gibt es immer Umfragen. Und da gibt es dann so Antworten. Der eine sagt, keine Ahnung, 500.000 netto oder so. Es gibt halt. Jetzt wird spannend. Es interessiert mich auch, was er jetzt sagt. Also das ist wirklich ein spannendes Thema, weil da gehen manchmal auch die Meinungen auseinander. Aber der Aaron ist halt der absolute Zahlenfreak. Ja? Also der bringt halt immer irgendwelche Statistiken, holt heraus, ich weiß gar nicht woher. Und ja, sehr zu beneiden. Immer so Ausreißer, aber im Großen und Ganzen gibt es zwei Zahlen, die sich quasi durchsetzen. Und das ist einmal die Zahl 7.000 Euro und einmal die Zahl 10.000 Euro. Also wenn du so zwischen 7 und 10.000 Euro verdienst, dann sollst du schon zu den Top 10%, zu den reichen Deutschen gehören. Weil das sind ja auch die jetzt nach der Krise, die sollen alles zahlen. Die Top 10, die Reichen, die sollen jetzt zahlen. Jetzt gucken wir uns mal in der Realität an. Wer sind denn die Top 10 in Deutschland? Und jetzt wird es spannend. Als Single-Haushalt. Jetzt ist wirklich spannend. Aber nur ganz so kurz zur Info. Die Reichen zahlen in der Regel nie. Die Superreichen. Das heißt, die sogenannten Reichen, was ist das überhaupt, ja? Also wird es wahrscheinlich gerade auch nochmal eruieren, das ganze Thema. Nochmal analysieren und eruieren und nochmal darlegen mit Backup, mit Zahlen und Daten und so weiter und Fakten. Aber rein schon aus dem Bauchgefühl her, Leute. Die sogenannten Reichen, die als reich deklariert werden, das sind doch im Grunde ist das doch die Mittelschicht, Leute, ja, wo man sich die Kohle abholt. Da, wo immer alle von denken, wenn sie an reich denken, das sind die Superreichen und davon gibt es nur eine Handvoll. Ja, das ist so Aldi oder Lidl oder sowas, wo ich halt täglich mein Ding einkaufe. Von daher, hey, ich wünsche euch alles Gute. Ja, hier geht auch kein Groll. Ihr habt einen super Laden da, ihr habt super, super gewirtschaftet. Ja, ich kann für ein Minimum an Aufwand kann ich alles einkaufen, was ich brauche. Ja, also das muss ich mal vorstellen. Ich habe als Beispiel im Single-Haushalt, selbst wenn ich nur das Beste vom Besten esse, Rewe, Aldi und Lidl oder was es da noch so gibt, ich bin meistens eigentlich nur im Aldi und Rewe, komme ich nie über 500 oder Euro oder sowas, ja, im Monat. Ja, egal was ich esse, wie viel ich esse, das ist ja auch das ist ja sozusagen auch eine Errungenschaft. Ne? Dann können auch die meinetwegen sehr gerne auch reich oder superreich sein. Aber jetzt habe ich schon wieder zu viel geredet. Hier geht's weiter. Was ist reich, was ist superreich? Abgebackt, backgeupt mit Zahlen, Daten, Fakten.
Um zu den Top 10 zu gehören, wenn du alleinstehend bist, brauchst du 3.529 Euro netto Monatseinkommen. What? Um zu den Top 5% zu gehören, brauchst du 4.282 Euro. Und um... Warte mal kurz. Um zu den Top 1% der Bestverdiener in Deutschland zu gehören als Single, brauchst du 7.044 Euro. What? Um zu den Top 1... Die Top 1%. Also ich gehöre zu den Top 1%. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sorry, dann muss ich jetzt nochmal, das muss ich selber nochmal nachrecherchieren. Also das ist ja nicht, eigentlich jetzt nicht irgendwie zu trauen. Was? Ich meine, selbst der bayerische Ministerpräsident hat ja ein Grundgehalt von, ich glaube, 10.000 oder 11.000 Euro, sowas, ja? Oder ein Minister, oder ein, also ein Minister in Deutschland, glaube ich. Der kriegt ja brutto für netto, da zahlt ja keine Steuern. Also da geht es, glaube ich, so ab 10.000 los. Das heißt, jeder Minister gehört zu den Top 1% oder was? Hä? 1% zu gehören, 7.000 Euro. Und jetzt als Paar, ist natürlich ein kleines bisschen mehr, als Paar brauchst du für die Top 10 5.294 Euro, für die Top 5 6.423 Euro und um zu die Top 1% zu gehören als Paar, ohne Kinder wohlbemerkt, brauchst du 10.567 Euro. Dann gehörst du zu den Top 1%, den absoluten Spitzenverdienern in Deutschland, könnte man sagen. Und jetzt gehen wir zurück zum Anfang. Was haben wir verdient? 11.500, 12.000 Euro netto als Paar zusammen, nur in diesem T-Shirt-Business. Die anderen Sachen zählen da noch nicht mal dazu. Und da, das ist jetzt aber nicht so besonders viel, da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Ja, als Paar mit über mit 11.500 Euro Einkommen gehörst du zu den 1% der reichsten Deutschen nach dem Einkommen. Okay, an dieser Stelle hätte ich jetzt noch eine Frage an den Aaron, an den Homo Economicus. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt halt mehrere Paare habe? Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Frauen habe oder drei Frauen, ja? Also wie viel müsste ich dann verdienen, um zu den Top 1 zu gehören? Dann wahrscheinlich kommen wir schon schnell in Regionen über 12.000 Euro. Also das wäre jetzt zum Beispiel noch meine Frage, was mich sehr interessieren würde. Weil eins meiner Visionen, meiner Lebensziele ist natürlich, mehrere Frauen mal zu haben, ja? Beziffert. Spannend ist, also die Zahl ist nicht so hoch, wie man das Ganze vielleicht erwarten wird. Und deswegen auch, wenn euch Politiker erzählen oder auch in den Medien, dass die Reichen gefälligst zahlen sollen, die Reichen sind in der Regel, die große Masse der Reichen, der 10%, fangen quasi schon, was, ab 3.500 Euro Nettoeinkommen an. Und da ist wieder das, guckt wieder, das ist genau der gleiche Spaß, deswegen bringe ich das zusammen. Diese Filterblase, was euch von Politik und Medien erzählt wird ganz oft, ist ja hier, wie schlecht alles ist und so weiter. Da werden dann so einzelne Fakten rausgepickt, die ach so schlimm sind. Und ja, manchmal gibt es Fakten, es gibt nicht alles auf der Welt, es ist Friede, Freude, Eierkuchen, es gibt Dinge, die sind richtig beschissen und wir haben noch viel zu tun, ganz ohne Frage. Aber genauso ist das bei dieser Reichtumsdebatte. Die 1% oder diese 10% der Reichen, das sind nicht die Superreichen, wie die du dann gezeigt bekommst, das sind keine Multimilliardäre. Klar gibt es einige reiche Menschen in Deutschland, ganz ohne Frage, aber es werden wieder ein ganz kleines bisschen, werden ein paar rausgepickt, um halt diese Ideologie, um diese Filterblase aufrechtzuerhalten, muss man schon fast sagen. Aber in der Realität ist es so, dass du bei weitem nicht so viel Geld brauchst. Und das, wenn die Leute jetzt wählen hier, ja, und dass die Reichen da ein bisschen mehr zahlen sollen, schön aufpassen. In der Regel sind die Leute, die das wählen, sind dann oft, ist das, je höher du bist, desto eher denkst du, dass andere noch so viel reicher sind und so weiter, dass die Welt so schlecht aussieht. Meistens musst du es dann nämlich selber zahlen. Also die Reichen sind nicht die Ultra-Reichen, die man immer denkt. Das ist eine komplette Filterblase. So ist die Realität einfach nicht. Und deswegen ist es super spannend, sich einfach mal Fakten anzugucken. Und ich kann deswegen, es gibt da viele tolle Bücher zu, aber ich kann euch zwei Sachen empfehlen. Eine Sache, die ist kostenlos, gapminder.org. Da könnt ihr mal so ein Quiz zu machen, zum Beispiel wie sich, ja, keine Ahnung, auch die Rechte von Frauen, die Rechte von Kindern, wie viele Kinder sind heute noch Analphabeten, wie viele Kinder müssen wirklich arbeiten heute noch und können nicht in die Schule gehen als Kleinkinder. Und wie sah das vor 50 Jahren aus? Wie viele Kinder sterben heute wegen verunreinigten Trinkwasser? Und wie sah das vor 50 Jahren aus? Wie ist die Armut entwickelt? Wie entwickelt sich das Klima? Oder da gibt es so viele Fakten zu, die du niemals in den Medien irgendwo hörst. Weil damit erziehst du halt keine Reichen.
Reichweite. Damit bekommst du keine Aufmerksamkeit. Aber das sind die Fakten, die wirklich wichtig sind. Und du musst... Ja, das ist das Thema Fakten. Das ist super, super schwierig in dieser Welt des Informations- oder des Datenwahnsinns, muss man schon echt schon so sagen. Und dieses Problem haben wirklich alle Leute aktuell, alle Unternehmen und überhaupt, hier Ordnung reinzubringen, ja. Und Fakten, das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, möchte ich abschließend nochmal sagen. Ich sehe es auch häufig zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Single bist und im Dating oder einfach du hast auch eine Freundin oder meinetwegen, bist mit einem Mädel unterwegs, mit einer Frau und manche, die haben ja auch über dieses ganze Instagram, Selfie, 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 dieser, sobald eine Frau ein bisschen hübsch ist, ja, wird sie dann infiziert in diesen Selfie-Wahnsinn, ja. Ich muss ein Insta-Profil machen und mich 10.000 Mal im Monat selbst fotografieren, ja, weil ich bin so hübsch, ja. Dann würde ich auch immer erstmal fragen, als wenn ich deren Freund wäre, ja, oder Mann oder was auch immer. Schätzchen, wie sind denn die Fakten, ja, insbesondere die nackten Fakten? Ja, okay, kleiner Scherz am Rande. Um wirklich fundierte Entscheidungen treffen zu können, ist quasi eigentlich das, was du in Medien mitbekommst oder was dir Politiker oft erzählen. Das ist halt nur ein kleiner, klitzekleiner Teil der Fakten, die überhaupt nur existieren. Und um eine fundierte Meinung zu haben, brauchst du einfach mehr Fakten. Von daher, erster Punkt, gapminder.org. Ich verlinke es auch unten drunter in der Videobeschreibung. Ja, super, klasse. Immer die Quelle rein. Oh Mann, hey, ich bin echt am Ende. Zu viel telefoniert. Zu viel Sales gemacht. es ist halt einfach sowas für die jungen Leute, weil die Alten änderst du halt nicht mehr. Weißt du, gestern war ich zufällig bei meinen Eltern, wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich nicht auf Zypern bin, weil ich dann meine Eltern schon relativ alt, ich die nicht mehr so sehr oft sehen könnte oder sowas. Wahrscheinlich im Unterbewusst gibt es da Gründe, warum ich da nicht mehr so mobil bin, wie ich einst mal war. Aber dann kommst halt bei deinen Eltern rein und was machen, wenn die sind gelangweilt, was schauen sich die an? Irgendwie am Abend um 6 Uhr oder was oder 5 Uhr, wo man eigentlich sinnvollere Dinge tun könnte, irgendwelche Tagesschau, ARD oder ZDF. Und da kommt nur so ein kleiner Teil und einfach nur negative Scheiße, ja, und nur, definitiv nur, nicht nur die Fakten, ja. Und das ziehen sich halt die älteren Generationen nach wie vor rein bis zum Ende. Ja, also die werden sich auch nicht mehr ändern, wenn sie auch nicht plötzlich das Internet anmachen und umrecherchieren anstelle von Tagesschau anschauen. Bei Tagesschau anschauen ist einfach super bequem. Ja, und das geht einfach nur über die Generationswechsel, dass man da also wirkliche Veränderungen reinbringt. Ja, weil wer von den jungen Leuten schaut sich noch die Tagesschau an? Ich glaube mal niemand. Und das ist auch gut so und damit möchte ich es auch belassen, diese Reaction und herzliche Glückwünsche an Aaron mit Zypern. Der Typ ist halt echt Hammer, ne? Der sagt irgendwie, der hat eine neue Idee und einen Monat später hat er sie umgesetzt und genauso soll es auch sein eigentlich. Und ja, viel Glückwünsche und so und halt uns auf dem Laufenden, ja? Wie viel Steuern hast du jetzt dann nochmal gespart? Würde wahrscheinlich auf Heller und Pfennig ausrechnen. Weil es ist einfach so ein richtiger Controller, ja, das wäre so eigentlich so ein richtig guter CFO, ja, genau, das ist nochmal so zum Abschluss richtig gut, also ein typischer CFO, ja, also der wäre ich garantiert nicht, ja, also das, ich wäre eher der CMO, ja, okay, alles klar, bis zum nächsten Mal und hier unten der Link von dem Video und so weiter. Haut rein und schaut mal wieder rein, wenn es heißt, dann Thomas Klein. Von Klein. Von Klein. Whatever. Ja, okay, tschüss.